Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Skyrim Special Edition mit Mods. Leute, ihr seht es vielleicht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe hier eine seltsame Zwergenaxt an der Hüfte, kein Zweihänder mehr auf dem Rücken, nur Pfeile und Sophia hat einen Helm auf. Das ist relativ random, aber egal. Ich habe übrigens diese Kiste gelootet, die direkt hinter dem Daedra stand, die ich vergessen habe beim letzten Mal. Und ja, ihr seht schon, die Axt ist da. Ich habe einen neuen Charakter gemacht. Ich hatte es ja angekündigt, Leute. Ich hatte es ja angekündigt. Ich habe auch noch ein paar Quests, die ich beim letzten Mal nicht gehabt habe. Ich habe soweit alle Quests gemacht, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Und vielleicht das eine oder andere mehr. Denn ich bin Level 15, beziehungsweise 16, wie man sieht. Denn ich habe ganz schön viel Alchemie gemacht. Beziehungsweise mich in Alchemie unterrichten lassen. Denn Alchemie ist super gut. Und da kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Alchemie ist super. Ihr braucht einfach nur Zutaten zusammenschmeißen. Die Tränke könnt ihr für teuer Geld verkaufen. Und das gilt auf. Und ihr kriegt Erfahrungspunkte. Und das ist alles geil. Leute, ich habe mich diesmal für einen einhändigen Dude entschieden. Beziehungsweise eine Lady. Charakter heißt auch noch genauso wie vorher. Sieht genauso wie vorher aus. Und falls ihr sagt, ey, ist ja voll scheiße, dann habe ich natürlich den anderen Charakter auch noch, auf den ich wechseln kann. Aber das ist so mein... Das ist eigentlich mein Skyrim-Standard-Playstyle. Einhändig mit Schild oder Zauber. Ich habe jetzt einfach Zauber, weil Zauber ist einfach cool. Ich kann die Gegner aus der Distanz ein bisschen anburnen schon mal. Und dann das Ganze mit der Axt, respektive dem Schwert. Ich weiß noch nicht genau, was ich nehme. Wir haben noch auf nichts geskillt. Das Ganze beenden. Und auf jeden Fall ist es hier jetzt sehr, sehr windig. So, wir wollen erstmal, wir haben ganz schön viel zu tun heute. Wir haben heute ganz schön viel zu tun. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da hoch zu dieser Statue im Third-Person-Modus, denn das macht sich immer besser. Und gucken mal, was da für eine Gottheit auf uns wartet. Nee, ich sehe gerade, das ist einfach nur der Moonforge bei Ivarstadt. Da kommen wir eh hin, wenn wir zu den Graubärten gehen. Aber das dauert noch ein, zwei Jahre. Wahrscheinlich bei meiner Nebenquesterei. So, wir gehen jetzt erstmal nach Falkenring. So, nämlich. Denn in Falkenring haben wir noch einiges zu tun. Und da wird es noch Quests geben, die... Hui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  sind. Da habe ich nämlich aus Versehen, es tut mir leid, eine Quest angenommen, die ich noch nie gemacht habe. Also auch in meinen 300 Spielstunden davor, normal in Skyrim, in meinen knapp 100 in der Special Edition, noch nie diese Quest gemacht. Ja. Und jetzt will ich einfach mal sehen. Falkenring habe ich sowieso privat relativ wenig gemacht. Ich muss erstmal mit dem Schmied reden. Hallo Schmied, warte. Loyalität ist besser. Genau. Zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber. Okay. Don't care. Erinnert euch an den Hund, den ich auf der den haben wolltet. Ja. Ja. Er macht zu viele Schwierigkeiten, als dass sich die Mühe gelohnt hätte. Tja, es ist vollbracht. Es wird Zeit weiterzuziehen. Herzlichen Dank. Hier. Es ist nicht viel, aber nehmt es bitte. Danke. Wow, es ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Aber okay. Von mir aus. Ja, wir haben ihm geholfen. Jetzt haben wir noch anderen Leuten hier in Falkenring, denen wir helfen können. Und zwar machen wir erstmal das. Das ist eine Quest, wie gesagt, die kenne ich noch nicht und die hört sich schon sehr spannend an. In Falkenring erzählt man sich von einem rätselhaften Landstreicher, der für den brutalen Mord an einem kleinen Mädchen verantwortlich sei. Genau, ich bin nämlich hier in Falkenring ein bisschen rumgelaufen, weil ich zum Jahr wollte. Und in Falkenring gibt es einen relativ großen Friedhof, der wohl älter ist als die Stadt selbst. Und da wurde gerade eine Trauerrede gehalten. In diesen Gräbern genau hier. Die Söhne und Töchter von Falkenring. Genau. Und die Eltern, die da ihre Tochter begraben haben, haben mir von ihrem von einem Landstreicher erzählt, den sie irgendwie eingestellt haben, weil der wohl ganz vernünftig auf sie wirkte, der aber ihre Tochter brutal wie ein Tier auseinandergerissen hat. Und dann kriege ich schon The Mountain Vibes aus Game of Thrones und denke mir so, Alter,
Da lohnt sich aber mal, hier ein paar Köpfe einzuschlagen, würde ich sagen. Und das machen wir auch. Hier können wir übrigens, alle Blumen pflücken. Das ist nicht stehlen, das ist Blumen pflücken. Blumen pflücken ist nicht stehlen. So, jetzt schauen wir erstmal nach dem Dude. Den müssen wir jetzt mal, würde ich sagen, einfach mal ein bisschen Respekt einprügeln. So, mein Lieber, dann erzähl uns mal deine Geschichte. Du Verrückter. Wir sollten mal das Wasser lieber noch ein bisschen mehr steigen lassen. Sinding. Seid ihr zum Monsterangaffen hier? Ja. Wie ich höre, habt ihr ein kleines Mädchen angegriffen. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Bei dem, was du getan hast, würde ich auch nicht glauben. Allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hirsine. Oh. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Was für eine Verwandlung. Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Most likely. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. In Germany we call it Werwolf. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis. Und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann, aber ich spüre das Tier in mir immer noch, so stark wie zuvor. Okay, what will you do now? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich, groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Ich bring den Ring dorthin. Oh, ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder, tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Alles klar. Ring of Hirsine war ausgerüstet, ich will ihn noch gar nicht ausrüsten. Wait. Ich habe gerade Verwandlungssounds gehört. What the fuck? Hey, mate! Okay, ich glaube, er ist raus. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr ja, des Drachenblutes? Weißt du, ein Gefangener verwandelt sich in den Werwolf und die Wache denkt sich einfach, was? Die Rückkehr des Drachenbluts? Was könnte das damit zu tun haben? Stell mir so rein, Alter, bist du ein bisschen dumm oder so? Und tschüss. Nein, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Ja, ich hab's doch getroffen, ganz ehrlich. Ha! Nein! Sophia, triff ihn! Ja, danke. Okay, Sophia darf mit Hirsine reden, ich nicht. Ich habe ihn nicht getroffen. Okay, hey, easy peasy, lemon squeezy, danke. Na. What the fuck? Hallo. Seid gegrüßt, Jäger. Ey, es geht ab. Seid ihr Hirsine? Hab ich nicht euch gerade nicht getötet? Und sorry. Sehr geschickt noch dazu. Ich war das gar nicht. Ich habe euch beobachtet, schon seit Ewigkeiten, so scheint es mir. Ihr habt das Potenzial, ein guter Jäger zu werden. Ihr könnt sogar mein Champion sein. Vielleicht. Hirsine ist übrigens auch einer der Daedra. Dazu vielleicht später mehr.
Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Werdet ihr den Fluch aufheben, der auf diesem Ring lastet? Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Hier mal mit euren Diensten. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie ihr glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. Der Werwolfmann? So wie ein Bär auf einen Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Ja, schlau ist das nicht. Such den abtrünnigen schlauen Fuchs. Reißt ihm die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Ist mein Nachname Bolton oder was? Beeilt euch, mein Jäger. Es wetteifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Okay, dann machen wir das halt. Wir nähern uns dieser Höhle ganz geschickt von oben, um nicht in Fallen zu geraten. Dann bei Hyssine bzw. bei Daedra kann man ja immer nicht so genau wissen. Die sind ja bekannt dafür, dass sie mir gerne Fallen aufstellen. Und so blutig wie das hier aussieht, würde mich das auch überhaupt nicht wundern. Allerdings gehe ich jetzt einfach rein. Easy peasy, lemon charmeasy. Und schau mal, was es denn hier so gibt. Ich werde mal speichern. Ich weiß, bevor man, also nachdem man eine Höhle betreten hat, speichert es immer automatisch, aber sicher ist sicher, Leute, sicher ist sicher. What the fuck? Hä, ich bin doch gerade in eine Höhle gegangen. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen? Jagdgefährte? Nun vielleicht. Was ist hier passiert? Du klingst wie Snape aus den Harry Potter Hörbüchern. Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Stärker als ihr. Erlegt ihn zum Ruhm von Fürst Hirsine. Was war das für ein Tod, Alter? Tod. Geil, Alter. Geil. Da musste ich noch nicht mal was machen. Das ist ja super. Ist irgendwas dazu sagen, Sophia? Ja, das kommt eher selten vor, dass es mal nicht. Dass du es mal nicht bist, der hier jemanden erledigt. Die Sophia tötet relativ. Schnell und gut, sag ich mal, ne? Die hat echt. Die hat Power. Gibt's hier unten irgendwas? Kann ich mir. Oh, ja, ja. Oh. Would you look at this? Well, that is quite delicious, I guess. Nett. Okay, speichern. Fuck. Hello, hello. Warum? Ich wusste es. Komm herunter. Komm herunter. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Die Textur um den Mond herum ist auch sehr lustig. Einfach so Viereck. Und ich würde es verdienen, oder? Yes. Ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Hirsine ist zu mächtig. Aber? Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Wenn ich dich töte, kehrst du eh nie wieder zurück. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Ich kann mich nicht gegen Hirsine stehen. Ich meine, er ist ein Daedra. Er ist halt ein Daedra. Also, schwierig. Ihr müsst sterben. Wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. What? What the fuck? Ihr wisst schon, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Es gibt übrigens zwei Ausgänge von dieser Quest. Ich glaube, wenn man ihn tötet, kriegt man irgendwie sein Fell oder so. Oder irgendein Rüstungsteil von Hirsine. Wenn man ihn nicht tötet, wird der Ring entflucht oder so. Irgendwie sowas war das. Irgendwie sowas.
Wenn wir haben den Ring jetzt angelegt. Ich hoffe, wir können ihn auch wieder ablegen, weil ich möchte mich nicht random in einen Werwolf verwandeln. Das wäre unangenehm. Okay. Er ist offensichtlich gegangen. Kämpft gegen andere Leute. Ich meine, das ist auch nicht mein Problem, ne? Wenn er jetzt gegen andere Leute kämpfen will, dann soll er das doch bitte tun. Ebenerz! Nice. Wir können zwar noch kein Ebenerz damit noch nichts anfangen, aber egal. Ich habe übrigens Mod drauf, was mir ein bisschen mehr Items in Kisten gibt, was immer schön ist. Rubin, Silbererz, Wurzel, Mondstein, Alter. Ein bisschen mehr. Die Rede war von ein bisschen mehr. Und nicht von allem. Okay. Ich krieche mal hier. Müsste hier nicht eigentlich ein Schwert liegen? Na, dann ist es für dich wohl Sovngarde. Ich könnte natürlich Sophia auch meine ganzen Sachen geben. Beziehungsweise. Hier, ich hab. Oops. Trade. I dropped something. Just kidding. Don't do that to me! Okay. Was habe ich denn für dich? Was kann ich dir denn mal geben? Hier, guck mal. Das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Habe ich immer noch zu viel? Nee, jetzt ist okay. Jetzt hast du coole Zwergenhämmer. Warum auch nicht? Aber hey. Ich schau einfach mal ein bisschen zu. Ich gucke einfach zu. Ihr macht das schon, Jungs. Der macht den echt geil. Der Werwolf macht ja nix. Jetzt greift er den Typ da hinten an, aber im Prinzip. Jetzt sehe ich auch nicht besser. Im Prinzip macht der Werwolf ja nix, ne? Also relativ harmloser Kollege. Vielleicht muss ich das auch erledigen. Und die beiden sind einfach nur Kanonenfutter. Hey, easy doing. Irsina hat euch auserkoren, die große Jagd anzuführen. Also führt uns. Hab ich doch gerade. Okay, sinnlingsleichte Jagd abziehen. Ja, müssen wir ja eh. Das habt ihr gut gemacht. Hey, moin. Jäger. Ja, ich habe getan, wo ihr mich gebeten habt. Und jetzt nehmt den Ring an euch. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer hin. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Das wäre denn schon das zweite derdrische Artefakt. Okay. Danke. Savior's Hide haben wir jetzt. Das bringt mir. Increases Magic Resistance. Increases Poison Resistance. Ist ganz nett, aber ist halt. Meh. Ist jetzt nicht wirklich meins, muss ich sagen. Also, ist jetzt. Ist nett, aber das war's dann auch schon. Wenn man übrigens reinkommt, ohne die Quest zu haben, warten hier, glaube ich, zwei Höhlenbären und sowas alles auf einen. Also, hier sind halt andere Gefahren, ich meine. Jetzt müssen wir erstmal nach Weißlauf oder irgendwo hin, um mal unsere Taschen ein bisschen zu entleeren. So, ich habe ein bisschen was verkauft und ein bisschen was verstaut. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich zur Alchemistin gehen. Die kann uns. Was? Wie spät ist es denn? Okay. Muss noch ein bisschen warten und dann können wir gleich zur Alchemistin rein. Jetzt können wir zur Alchemistin rein. Sehr gut. Denn die hat immer was für uns. Beziehungsweise die kauft auch immer was. Sieht etwas blass aus. Ihr seht etwas blass aus. Also ein Alchemist? Ja, bin ich. Ich kann dir tolle Gifte verkaufen. Und tolle andere Sachen. Zum Beispiel Trank der Feuerresistenz, die kein Schwein braucht. Oder Trank der Ausdauer. Ah, nee, das ist. Das werde ich dir ehrlich gesagt nicht verkaufen.
9% stärker. Fortify habe ich aber. Nee, habe ich gar nicht mehr. Okay, Magicka verstärken. Magicka wird für. Achso, nee, erhöht ist Quatsch. Redekunst, Frostresistenz kannst du alles haben. Und Restore Magicka. Oh, 10.000 Gold. Nun. Gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ich brauche kein Heilmittel. Jetzt lassen Sie mich doch in Ruhe. Übrigens, aber du. Du kannst. Kann euch sicher das eine oder genau, du kannst mir ein bisschen. Ah, das ist so teuer. Das ist so teuer. Und ich will das nicht. Nein, danke, danke. Nee, nee, passt schon. Passt schon, passt schon. Wir wollen ja das Geld für sinnvolle Sachen ausgeben. Und eine sinnvolle Sache wäre zum Beispiel, uns ein kleines Haus zu kaufen. Wir haben ja nicht schon eins oder so. Eins, was sehr cool ist. Nein, nein. Das seht ihr falsch. Wir wollen erstmal hier hingehen. Denn es gibt einen Mann in Skyrim, der uns etwas schmieden kann. Das ist dieser Mann hier oben. Und das werden wir sehen, ob er hier oben ist. Bist du hier oben? Ja, ist er. Okay. Kannst du mir eventuell was verkaufen? Eine Menge Stahl zu schmieden. Hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja. Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Weil er krass ist. Erzähl mir etwas über euch. Seid ihr blind, Mädchen? Ich bin ein Schmied. Ach. Sieht doch jeder Dorftrottel. You don't say. Seid ihr blind, Mädchen? Was hast du denn zu verkaufen? Weißt du, was haben die Götter damit zu tun, wenn ich bei dir was kaufen will? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut. Du hast bestimmt einiges. Waffe will ich eigentlich nicht kaufen. Ich will eigentlich Imperial Armor. Ja, da ein bisschen mehr Power als meine jetzige. Eigentlich würde ich mir meine Rüstung lieber selbst schmieden, aber dafür bräuchte ich den ein oder anderen Stahlbarren. Falls du da etwas erübrigen könntest und Eisenbahn vielleicht auch. Dann wäre ich dir sehr verbunden. Eisenerz kaufe ich mir auch mal. Stahlbarren 13, okay. Danke, danke, danke. So, jetzt kann ich hier bestimmt irgendwas Solides schmieden, oder? Komm, jetzt zeig mir mal hier. Ich kann ja Stahl schmieden. Ich würde gern eine Stahlrüstung machen und die dann upgraden. Stahl. Okay, da besteht kein Unterschied. Machen wir mit oder ohne Armschützer? Ich würde sagen ohne. Ohne sieht irgendwie weiblicher aus. Mit ist besser für Kerle. Ohne! Yes, please herstellen. Und dann können wir noch Stahlstulpenstiefel. Stahlstulpenstiefel. Sag das dreimal schnell hintereinander. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Dagger, Sword, Katana, Langsword. Ja, ich habe hier Immersive Weapons und Immersive Armor installiert, was das Ganze natürlich alles ein bisschen besser macht. So, ich möchte jetzt noch. Also, ich habe Stiefel, ich habe einen Brustpanzer, ich habe noch keine Arme und keinen Helm. Achso, und die Helm ist ja. Habe ich ja eh was anderes. Aber hier, die mache ich mal. So, jetzt könnte ich ja vielleicht noch für. Also, kann ich jetzt noch Sophia eine Rüstung machen? Nee, ich brauche. Nee. Ich brauche die Stahlplatten, die Stahldinge auch noch zum Upgraden. Also, von daher. Wo hast du denn gerade gehämmert? Du hast doch gerade irgendwo gehämmert, oder nicht? Shieldwreck. Eigentlich will ich meine Sachen verbessern, aber der hat hier keinen Verbesserungstisch. Egal. Übrigens ist euch jemand mal aufgefallen, mir bisher nie. Wollen wir hier die ganze Zeit ranstellen. Die Himmelsschmiede, ne? Falls ihr Skyrim kennt, falls ihr Skyrim gespielt habt, guckt man ja immer nur so auf die Himmelsschmiede, ne? Man geht hier rein, spielt ein bisschen was, quatscht mit Kotlak und geht dann wieder. Aber, und jetzt passt auf. Das ist ein Vogel! Leute! Das ist einfach ein Bird, der hier steht. Man sieht das ja immer nur so und man denkt sich, oh, hier hat ein paar Fenster zum rausgucken, aber nee. Das ist einfach ein Vogel, Alter. Das ist einfach fucking ho oder so. Crazy. Crazy, sage ich euch. Mega crazy. Cool, oder? Habt ihr nicht gewusst. So, wir haben uns eine starke Rüstung geschmiedet. Ja, ich bin nackt. Jetzt müssen wir nur das Ganze noch ein bisschen verbessern.
Und ich war gerade noch mal... Hä? Warum kann ich nicht? Doch, jetzt. Ich war gerade noch mal bei der Schmiedetante und dachte, ich kann mir da einen Trank... Geil. Einen Trank holen, der mich ein bisschen... besser macht in Schweden. Wollt ihr euch schützen oder das Schaden Problem ausbauen? Ist... Nein. Kann ich leider nicht. Die hat keine Tränke und ich habe kein Rezept vergesst dafür. So, schauen wir mal. Ist okay, ne? Solide. Ah, bis auf die Maske, aber die, vielleicht werden wir die auch nochmal irgendwann los. Solide, würde ich sagen. Solide. Jetzt bin ich nur am... wir holen uns eh bald eine neue Waffe, Leute. Also von daher... Macht euch da mal keine Sorgen. So, wir müssen noch eine Quest, glaube ich, den Falkenring erledigen. Beziehungsweise müssen wir unsere Quest erstmal abgeben in Falkenring. Dann noch eine erledigen und dann sind wir Tarnen in Falkenring. Und dann kaufen wir uns ein Grundstück in Falkenrings Umgebung und bauen dort unser Haus. Wie klingt das, Leute? Oder bauen in der nächsten Folge unser Haus und holen uns am Ende des Parts noch eine krasse Waffe? Ich meine, hey, man kann beides machen, Leute. Man kann einfach... beides tun. Moos mit der Höhle! Hallo? Ida, hallo? Hier drüben! Bitte, ich brauche Hilfe! Was los? Bitte, könnt ihr vielleicht einen Zaubertrank entbehren? Ich könnte auch zwei entbehren. Kynaret sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Na, du verliest ein bisschen Blut, Wer seid ihr? Ich heiße Walda. Walda! Ich bin von Falkenring aus auf die Jagd. Walda Frey? Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Für die Pelze gibt es nämlich gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, schön als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Nein. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Oh doch. Oh doch. Ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ja. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Okay, vielleicht habe ich noch einen Trank übrig. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich gebe dir mal hier so einen kleinen. LOL. Ich habe ihm gerade 8 gegeben. Ah, wow. Viel besser, danke, Freund. Damit kommst du auf jeden Fall wieder auf die Beine. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Ich kümmere mich darum. Das würdet ihr für einen Fremden tun? Natürlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Geht voraus, schätze ich. Ja. Das kann man sagen. So, ich habe mir beim Hofzauberer auch mal gleich Feuerblitz und Eisstachel geholt. Und da Eisstachel ja immer Sophia wirkt, wirke ich mal Feuerblitz. Der macht Feuerschaden. Piu, 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 piu. Und ich habe, ganz wichtig, Flammenatronach beschwören. Das ist noch solider. Das macht noch mehr Spaß. Hallo, du Mistvieh! Zweigling. Ich würde sagen, Schwächling. Peng! Und Peng! Und Peng! Kannst du mich mal bitte nicht angreifen? Bin ich irgendwie Tank oder was? Was soll das denn? Bang, Alter. Seele gefangen. Bang, Schamang, sage ich immer. Oh, ich brauche ein bisschen Heilung übrigens, ne? So. Bevor du deine Freunde mitnimmst, werde ich hier mal ein bisschen looten. Oh, guck mal, das kann man mitnehmen. Und hier nicht, ne. Guck mal, hier sind noch ein bisschen Höhlenbären. Stell mal die Klauen mit. Den Pelz kann ich nicht gebrauchen, aber die Klauen nehme ich mal mit für Alchemie. Denn Alchemie ist mein Leben. Say my name. Heisenberg. Oh, Jesus. Da ist ein wild gewordener Bär. Leute. Was sagen wir zu den Bären? Nicht heute. Bang, Alter. Yay. Okay, wild. Okay, aber wir sind hier, glaube ich, noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein bisschen... Und hier ist noch zum Beispiel der Nils, der liegt hier noch. Und hier müssten auch noch mehr von diesen Zweiglingen sein. Oder? Ah, Jesus! Da hinter mir. Weil du nicht kannst! Zweigling. Oh, außer nicht heilen. Richtig.
Ja. Im Gegensatz zu den zwei Muttern können die nämlich nix. Aber man sollte trotzdem aufpassen, dass man hier nicht zu sehr sich denen zu sehr ausliefert. So, ja, kann man auch Feuertrunk nachbeschwören, falls die Not besteht. Hat er gesagt, drei kamen hier aus dem Nichts. Deswegen, Alter! Der ist ja gegen die Wand gebasht. Boah, Jesus! Genüge getan, wenn man so will. Willmann, danke. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Ich werde sie ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Alles klar, nach Falkenring wollte ich ja sowieso gleich. Und das trifft sich doch ganz gut. Den Dagger werde ich aber im Haus irgendwo deponieren. Den brauche ich nämlich nicht. Erstmal. Oh. Oh, lol. Oh, lol. Hier ist ein Drache. Das kommt ja jetzt überraschend. Da will man mal hier kurz die Höhle verlassen und auf einmal steht hier ein Drache. Vor mir. Das ist natürlich vor allen Dingen ein Ätherdrache, Alter. What the frick? Ich habe übrigens auch einen Mod, womit man mehrere Arten von Drachen hat. Von Ätherdrache ist zum Beispiel dabei, denke ich. Keine Ahnung. Wir sind eigentlich hierher gekommen für das Tagebuch, ne? Aber da haben wir jetzt in der Folge keine Zeit mehr für. Holy shit! Wo ist der Drache, Alter? Es ist so neblig, dass ich nicht mehr was sehe. Mr. Drang, Sir? Mr. Drang, Sir! Mr. Ah, guck mal da. Da muss er. Oh ne, er fliegt. Er fliegt schon wieder. Aber was feuert denn die ganze Zeit Blitze auf mich? Wo bist du denn? Ja. Das sind zwei Drachen! Ich lach mich kaputt! Warum sind denn da zwei? Holy Schmauli, sag ich immer. Oh, guck mal, hier sind Spenderlinge. Und fällt dafür. Kann mir mal jemand erklären, warum hier zwei Drachen sind? Ich glaube, die Drachen haben dich noch nicht getroffen. Du solltest dich vielleicht einfach mal vorstellen. Einfach mal ein nettes Bewerbungsgespräch oder so. Ich weiß auch nicht, wie man das bei Drachen so macht. Wo ist er denn jetzt gelandet? Da hinten irgendwo. Oder auch nicht. Ist doch gerade einer gelandet. Und ich bin verwirrt, Leute. Help! Und mein Feuer danach ist kaputt. Das ist auch super. Ich höre den. Da hinten ist das. Hier. Peng, Alter. Flieg und Sieg. Schade. So, man möge mir ein Haus verkaufen. Ja, ein Haus. Hätte ich gerne. Wo ist der Vogt? Bist du der Vogt? Ich beschütze den Jarl. Ganz gleich wer. Okay, du beschützt den Jarl. Ich besitze kein Erz, das umgewandelt werden kann, ja. Aber bist du auch der Vogt? Der Friedhof von Falkenring erinnert uns daran, dass der Krieg hier kein Unbekannter ist. Offensichtlich bist du kein Vogt. Das ist schlecht, denn ich brauche den Vogt. Ich verlange den Vogt zu sprechen. Wo ist der Vogt? Vogt! Da ist der Vogt. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich möchte ein Haus kaufen. Es gibt zurzeit leider kein Haus. Aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Ja! Take it, Alter! 5000 hier. Es nicht bereuen. Ins Gesicht. Hier ist die Besitzurkunde eures Hauses. Nice. Folgt der Straße von Falkenring nach Osten und nehmt an der Kreuzung die Straße nach Norden. Nach Kiefernwacht müsst ihr euch links halten. Okay. Where's Symmetry so large? Okay. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Okay, beim nächsten Mal treffen wir uns bei dem Haus wieder, würde ich sagen. Und für heute war es das erstmal. Ich würde gerne ein bisschen rauszoomen und hier ein nice Thumbnail zu machen, aber irgendwie will das Spiel das nicht. Ich meine, was soll denn das? Das ist ja unfassbar unhöflich, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Neuer Bild. Ich hoffe, euch gefällt's. Mit der Maske vielleicht schwierig, aber you know what I mean. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann ein neues Haus gönnen und eine neue, funkelnde, scheinige, wunderbare Lieblingswaffe von mir. Das ist wirklich, ich glaube, das ist so ziemlich meine Lieblingswaffe, einfach weil es so viel Style hat.
Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.